zwei Meter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier heute schon beim Morning Yoga. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Hi. Ja, ich zeige euch heute meine Eindrücke hier vom 4 Bikes Festival. Ich hoffe, ja, ihr habt Spaß. Also, let's go. Ja, für mich geht es jetzt zum Dual Slalom. Das ist quasi so das Qualifying. Viel Spaß. Danke. 3, 2, 1. Go, go, go! Übrigens war es ja doch anders. Ihr habt es ja dann gesehen, beim Prolog ist es nicht so, dass man zu zweit gegeneinander fährt, sondern alleine. Und Moment, ich zeige euch das mal. Danach bekommt man nämlich so ein Zettelchen ausgedruckt mit einem QR-Code. Den kann man dann scannen und dann kann man sehen, welche Zeit man erreicht hat. Und bei dem Enduro-Frauenrennen gab es jetzt insgesamt 6 Starterinnen und ich bin jetzt auf Platz 4 quasi im Prolog gewesen. Also total in Ordnung, ich bin vollkommen happy und gehe auch, ja, ich sag mal, mit wenig Erwartungen ins Rennen. Ich mache jetzt einfach mit, ich traue mich jetzt einfach und selbst wenn ich halt Sechste von Sechste werde, dann bin ich auch super happy. Hauptsache ich verletze mich nicht, ich komme da gut gelaunt runter. Das ist irgendwie das höchste Ziel. Das 4 Bikes Festival verbindet übrigens die 4 Kategorien Gravel, Dirt, CX und Enduro. Und ich werde euch natürlich jetzt auch vom Festivalgelände ein paar Eindrücke zeigen. Aber ich muss dazu sagen, ich muss mal schauen, weil es läuft die ganze Zeit super coole, laute Musik, was natürlich schön ist, aber nicht so praktisch, um ein YouTube-Video zu drehen. Jetzt gerade höre ich auch wieder den Bass. Von daher, ja, also wenn überall Musik hintergelegt ist, dann liegt es daran, weil die Musik zu laut ist. Stört mich nicht, aber euch auch nicht. Also. So Leute, ich werde gleich mein erstes Rennen in meinem ganzen Leben fahren und ich bin schon so aufgeregt, wirklich. Ja, ich bin richtig gespannt, wie das ablaufen wird, weil es gibt ja insgesamt 5 Stages und gestern haben wir ja schon 4 von 5 uns ja, anschauen dürfen und eine halt noch nicht. Von daher bin ich echt gespannt, wie es ja, werden wird. Aber das seht ihr jetzt auf jeden Fall. Kann ich? Ist gleich, ne? Ja, ich auch. Scheiße!
Scheiße. Was ist das? Und rüber. Los! Woo! Rüber! Ja! Gut gehalten. Leute, das Rennen ist vorbei. Es hat super viel Spaß gemacht, wirklich. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wie gesagt, ich habe es mitgemacht. Ich bin ein, zwei Mal ein bisschen weggerutscht, aber ich hatte jetzt keinen krassen Sturz. Von daher bin ich echt stolz auf mich. Und ich habe jetzt wieder hier diesen Zettelchen bekommen mit dem QR-Code. Den werde ich gleich mal scannen und dann werde ich mal schauen, ob die anderen Frauen schon durch sind. Ich habe jetzt insgesamt 16 Minuten 26 gebraucht, also für Stage 1 bis 5 plus den Prolog. Ich habe jetzt noch gar keinen Vergleich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wie gesagt, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen sammeln können hier beim Rennen, beim 4Bikes-Festival, richtig, richtig cool und nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch wieder am Start und tut mir leid, dass ich beim Rennen auf den Trails jetzt nicht so viel mit euch geredet habe, aber ich habe mich wirklich einfach auf mich konzentriert und habe probiert, mich die ganze Zeit zu motivieren und mich selber irgendwie zu pushen, weil sonst habe ich ja meinen Kameramann, der mich immer so ein bisschen pusht. Los, Manon! Zieh! Mega geil! Aber weiter! Komm, Gas! Ein bisschen pusht. Heute war ich auf mich alleine gestellt und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst auch schon mal ein Rennen gefahren seid oder nicht und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. So Leute, ich hab's geschafft. Hiermit ist das 4Bikes Festival für mich auch vorbei. Ich werde jetzt hier nochmal schreiben, wie viel der Platz ich geworden bin, weil das weiß ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil noch nicht alle Kandidatinnen ihren Zeittransponder abgegeben haben. Aber ich bin auf jeden Fall super happy, egal was es jetzt wird für einen Platz. Und das war es jetzt hier auf jeden Fall auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns next week